Dieses Mal habe ich vor, euch einfach mal zu zeigen, wie man selber einen Moosbaum basteln kann. Ja, und als Basis benötigt ihr einen Ast. Der hat jetzt in meinem Fall eine Länge von in etwa 1 Meter. Man kann sowas natürlich auch nochmal in kleiner oder halt in größer erstellen. Ja, und in meinem Fall ist das dann später als Dekoration für den Hauseingang gedacht. Ich werde mir jetzt 3 Mooskugeln erstellen. Es kann aber auch gut möglich sein, dass ich die Form der Mooskugeln im Laufe des Projektes noch ändern werde. Jedenfalls werde ich als Füllung meiner Mooskugeln altes Plattenmoos verwenden. Das sind jetzt letzten Endes Reste aus vorherigen Projekten. Und um dieses alte Plattenmoos kommt dann später dieses knackig frischgrüne Plattenmoos. Alternativ als Füllung könnte man jetzt auch beispielsweise Nasssteckschaummasse verwenden. So, ich knuddel mir das jetzt hier einfach mal zusammen. Dann habe ich jetzt hier einen Bindedraht. Die Farbe bleibt jetzt wirklich jedem selbst überlassen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich nachher noch einen giftig grünen Bindedraht verwenden werde. Aber das entscheide ich auch erst im Laufe des Erstellens. So, jetzt fremen wir den hier mal dran und wickeln das hier schon mal, ich sag mal so grob zusammen, ne, dass das so einigermaßen schon mal hält. Ein paar Mal drumherum friemeln. So, mal eben looky looky. Ja, von der Größe her sollen meine Kugeln, ich sag mal, so eine mittlere Größe erhalten. Ihr könnt das dann auch permanent immer so formen, wie ihr das halt leiden mögt. Jetzt kommt das knackige Plattenmoos hinzu. Na, komm mal her. Ich habe hier doch eine ganz große Platte. Eben auseinanderfriemeln. Aber man kann Plattenmoos im Laufe der Zeit halt bei den Projekten auch wieder abbauen. Und dann legt ihr das einfach mal ein paar Tage nach draußen. Und dann wird das im Laufe der Zeit normalerweise auch wieder so frisch grün. Das hier, das stammt auch noch aus einem, ich weiß gar nicht mehr, aus irgendeinem Projekt halt. So, dran friemeln. Ich überprüfe jetzt mal hier die Größe. Ja, aber ich glaube, ich mache das Ganze mehr so oval und flach. Dass letzten Endes mein Moosbäumchen ja irgendwo aussieht wie so ein Bonsai. Und das wird jetzt hier auch drumherum gewickelt werden, beziehungsweise befestigt werden. Wenn ihr meint, könnt ihr auch immer noch mehr Plattenmoos hinzunehmen. Ne? Also wenn ihr das halt größer haben wollt oder ihr entfernt noch etwas Plattenmoos. Aber doch, ich bleibe jetzt bei dieser etwas flacheren, ovaleren Form. Meinen Bindedraht schneide ich nun ab und verfrieme den an den bereits dran gewickelten Bindedraht. Ja, wenn ihr Glück haben solltet, findet ihr vielleicht auch den Anfang eures Bindedrahtes. Dann hätte man jetzt ja halt den Anfang und das Ende miteinander verweben können, verwursteln, wie auch immer. Ich habe es jetzt irgendwie, ja, im Laufe des Erstellens habe ich halt den Anfang vom Draht verloren. Ja, jedenfalls stecke ich jetzt das Ende hier in mein Moos hinein. Und was ich noch erwähnen wollte, ja, ist letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. Ich werde meine, ja, Mooskugeln sind sie jetzt nicht mehr, meine pfannkuchenartigen Mooskugeln ja, in 3 verschiedenen Größen erstellen. Ne? Ich persönlich finde, das sieht immer schöner aus. Du kannst jetzt mal beiseite und die anderen beiden, die erstelle ich jetzt allerdings mal komplett im superschnellen Format. Jetzt kommt der etwas friemeligere Teil. Man muss ja diese Moospolster hier irgendwie jetzt an diesem Ast befestigen können. Letzten Endes hätte ich jetzt vorhin den Bindedraht auch hier einfach noch dran lassen können und dann halt die Polster nach und nach hach an dem Ast halt ja befestigen können. Aber ich hatte Sorge, dass ich nachher nicht mehr gescheit im Bild bin. Und von daher werde ich jetzt meinen Bindedraht hier nochmal erneut dran befestigen. So, mal eben hier ein bisschen verwursteln. Und steckt das jetzt hier auf den Ast drauf. Ich guck mal, ne, wie will ich das jetzt überhaupt haben. Ich glaube, so sieht es ganz gut, ganz gut aussehen, so rum. Muss man jetzt auch ein bisschen Power dabei anwenden. Ein bisschen hier reindrehen. Jetzt natürlich nur darauf achten, dass das hier oben nicht nachher hinausguckt. Ich hatte erst darüber nachgedacht, da irgendwie mit der Heißklebepistole zu arbeiten. Aber ich glaube, das würde dann beim Sturm oder so dann doch runterfallen.
Ich wickele jetzt hier an meinem Ast mal unten drumherum, so dass man das nachher nicht sehen kann. Gehe jetzt aber auch mal wieder ein paar Mal über dieses Polster hinweg, damit er da später auch wirklich richtig gut dran befestigt ist. Ne? Sicher ist sicher. Nicht, dass das dann wirklich im schlimmsten Fall halt hinunter segelt. Und ja, das mache ich mit den anderen beiden Polstern gleich auf die gleiche Art und Weise. Ah, hier ist zum Glück jetzt der Anfang von meinem Bindedraht. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Hier, da wird der Bindedraht gleich dran befestigt werden. So, mal eben schauen. Ich gehe jetzt hier nochmal einmal unten entlang. Sicher ist sicher. Schneide den Bindedraht jetzt mit meiner alten Rosenschere mal ab. Ziehe das Ganze auch gut stramm, beziehungsweise so stramm, wie ich es irgendwie hinbekomme. Verweb die beiden Drähte miteinander. Und den Anfang und das Ende stecke ich jetzt auch wieder in mein Moospolster einfach mal hinein. Mal eben schuckel, schuckel. Ja, das macht doch schon mal einen guten Eindruck. Ja, und jetzt halt die letzten beiden Moospolster. Ich hoffe, das ist alles nachher noch so im Kamerawinkel. Ja, ich glaube, mein Bäumchen ist ganz cool geworden und dann hole ich mir jetzt mal als nächstes einen Blumentopf hinzu oder man steckt das einfach so in den Gartenboden hinein. Aber was ich auf jeden Fall noch machen werde, ich werde mir hier eine Folie drumherum wickeln, damit der Ast halt im Laufe der Zeit nicht anfängt zu vermodern. Meinen Blumentopf habe ich jetzt am Start und den Ast habe ich bereits mit Folie umwickelt werden. Ja, und dieser Blumentopf wird jetzt mit Erde befüllt werden. Und die Erde müsst ihr aber auch richtig gut andrücken, damit das Bäumchen danach auch schön stabil drin steht. Wer möchte, der kann jetzt seinen Blumentopf auch noch mit Frühlingsblumen bepflanzen. Ich habe hier Schneeglöckchen, Narzissen und Hyazinthen. Alternativ kann man die Erde hier auch einfach mit Moos abdecken. Aber ich denke, das sieht nachher ganz süß aus mit den Frühlingsblumen. Ich werde das Ganze jetzt schon mal angießen und dann werde ich die Blumenerde mit dem Plattenmoos abdecken. Ja, und zur Osterzeit könnte man jetzt auch einfach noch so einen Osterhasen platzieren. Aber ich werde jetzt auch mal gleich die Perspektive für euch wechseln, damit ihr letzten Endes halt auch, ja, ich sag mal, das Gesamtwerk sehen könnt. Ich glaube, mein Moosbäumchen ist ganz cool geworden und wie bereits erwähnt, ist meins dann als Dekoration für den Hauseingang gedacht. Und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!